Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge, wo wir uns ältere Duelle angucken, die ich mir gespeichert habe, weil sie besonders unterhaltsam oder besonders spannend waren. Und heute kämpfen wir mit Maximilian Pegasus gegen Seto Kaiba. Kann es sein, dass ich da schon mein Kriegerdeck verwendet habe in einem Early Stadion? Kann das sein? Ich glaube schon, ne? Ja, da hatte ich noch den DD-Angreifer drin. Der ist ein sehr gutes Monster auf jeden Fall. Allerdings habe ich mit den Amazonen mittlerweile eine bessere Alternative gefunden, wo ich die Monster auch verbannen kann, aber keinen Schaden fresse, denn das war immer so ein bisschen das Problem von DD-Angreifer. Obwohl DD-Angreifer auf jeden Fall einen guten Job gemacht hat. So. Jetzt holen wir natürlich Standard-Play in der ersten Runde unseren Silent Swordsman raus und haben in der Backrow eine Spiegelkraft. Das ist eine anständige Runde, da kann man sich relativ sicher fühlen. Außer du hast ein Kukai-Mero-Deck, was dich vernichtet. So, das ist natürlich, Menschenfresskäfer ist natürlich der absolute, ne, und ich habe den gesehen, ist natürlich der absolute Halunke, denn der Menschenfresskäfer juckt mich halt nicht, ne. So, jetzt kommt natürlich hier der Real Deal rein. Ich weiß noch gar nicht, bin ich mit dem reingekommen oder nicht? Weil er hat halt hier noch... Nee, bin ich nicht. Okay. Wäre ich nämlich jetzt auch nicht. Denn er hat noch in der Hinterhand eine Mauer der Störung. Und die aktiviert er natürlich sofort, wenn ich meinen Level 7er hole. Ja, und das ist genau das Problem. Damit er nicht die Karte aktiviert und meinen Monster krass schwächt, habe ich einfach nur so einen Typen rausgeholt. Der hat 1000 Damage gemacht und das hat komplett gepasst. Habe ich eine Backrow dafür? Okay, ich habe Kanadier. Und das Teil, ja, zugedeckt. Kann es aber nicht killen, weil wir nur 1200 haben. Werde wahrscheinlich dann jetzt wieder den Silent Swordsman sacken. Für genau diesen hier. Und jetzt habe ich eine weitere Backrow, ne, mit Mauer der Störung und ertränkende Spiegelkraft. Habe ich genau dieselbe Fallenkarte wie er, nur noch eine oben drauf. So, und jetzt stehen mir die Möglichkeiten wieder offen, hier mein Monster zu summonen, je nachdem. So, was hat er gemacht? Ah, er hat den, er hat das Teil rausgeholt und Beatdown aktiviert und holt sich jetzt einen Drachen raus. Okay, interessant. Hat leider meine Mauer der Störung mit diesem Ding hier deaktiviert. Na? Warum ich den jetzt raushole, ist mir ein Rätsel. Weil das ist eigentlich richtig dumm, ne? Ich hätte ihn einfach auf die Dingens schicken sollen. Ja, das war dumm. Das war definitiv ein Missplay. Ich hätte ihn nicht rausholen sollen. Ich hätte einfach direkt für ertränkende Spiegelkraft gehen sollen. Die beiden Monster auf Dingens schicken. Dann hätte ich jetzt, ne, vielleicht einen kleinen Swordsman gesackt oder so. I don't know. Auf jeden Fall hätte ich dann nicht meine stärkste Karte quasi gewastet. Aber okay, jetzt haben wir auf jeden Fall die beiden auf dem Feld. Er hat, soweit ich weiß, immer noch die Mauer der Störung und greife deswegen mit der Amazone an. Eins geht in die Verteidigungsposition. Er hält sich die Mauer der Störung offen, warum auch immer. Ich greife mit Amazone an, weil ich ganz genau weiß, okay, wenn die Amazone weniger Angriff hat, dann kann ich eins seiner Monster angreifen und dann kill ich ihn. Ne, von daher... Mauer der Störung, eine absolut schlechte Karte, wenn du quasi eine Amazone im Deck hast. Und hier haben wir noch eine zweite Amazone. Und die Amazonen sind einfach, meiner Meinung nach, ist die amazonische Schwertkämpferin das beste 4-Sterne-Monster im Spiel. Ist halt einfach crazy AF, ne? Damit kannst du so viel machen. So, jetzt haben die natürlich null Angriff. Ne? Jetzt kann ich den hier umdrehen und mit Kanadier angreifen, wenn ich will. Aber egal, was er rausholt, ich kann ihn mit den Amazonen angreifen. Er hat selbst eine Amazone. Wie war das noch gleich? Hat er den Damage bekommen? Er hat den Damage bekommen und sich selbst gekillt. Tja. Und das war's mit ihm. Ja, er hat sich selbst mit seiner eigenen Amazone gekillt. Sehr interesting. Alright, dann haben wir jetzt das dritte von 5 Duellen angeguckt. Gehen weiter direkt mit Maximilian Pegasus versus Yusei Udo, my boys und my girls. Das ist wahrscheinlich auch wieder ein Krieger, hier ein Silent Swordsman Deck. Es tut mir leid, ich zeige euch mega viel Silent Swordsman, aber ich verspreche euch, ich werde bald das Cyber Dark Deck komplett haben. Ich werde bald das hier Aroma Deck richtig schön komplett haben. Und dann gehen wir schon richtig schön Platin steil mit den beiden Decks.
Je nachdem, vielleicht mache ich mir noch das eine oder andere. Ich bin ja gar parallel bei irgendwie 5 verschiedenen Decks dran. Also ihr könnt euch freuen, Freunde. Es wird sehr, sehr viel Content und sehr viel Input wiederkommen. Die nächsten Videos. Aber jetzt gucken wir uns noch die vergangenen Matches an. So, mit Amazonen starten ist immer super angenehm. Weil, ja, du kannst es reinschicken. Er kann es zerstören, er kann sich selbst Damage hinzufügen, er kann sich selbst punishen. Muss dich nicht jucken. So, ich habe gehofft, dass ich einen Silent Swords Man bekomme, also den anderen, nicht den Level 3er, sondern den normalen. Hab dann aber gedacht, ja okay, scheiß drauf, dann aktivieren wir wahrscheinlich jetzt einfach mal den Dingens. Habe ich aktiviert oder nicht? Ich habe scheinbar nicht aktiviert, okay. Oder habe ich aktiviert? Alter, er hat drei gute Backrow-Karten, ne? Ah, das war so ein Ding. Ja, ja. Er hat ein Intrigenschild und das war, glaube ich, relativ interesting. So, ich habe zwei Amazonen. Na? Was hat diese Karte gemacht? Magischer Armschild. Oh, wow. Okay, das ist ja mal interessant. Wenn ein Gegner einen Angriff deklariert, wähle ein offenes Monster, das deinen Gegner kontrolliert. Okay, krass. Das ist echt crazy. Gerade in der Situation war das mega gut für ihn. Er hat einfach mein Monster klauen können und mein eigenes Monster angreifen lassen, was ihn dann keine Lebenspunkte gekostet hat und mir 2 Monster auf dem Feld gekostet hat. Also mega gut. Mega gut an der Stelle. So, jetzt habe ich den Schweigsamer Schwerthieb aktiviert, weil ich absolut keinen Bock mehr auf seine Fallen hatte, weil der Junge hat eine krasse Backrow hier die ganze Zeit. So, hol den Schweigsamer Schwertkämpfer oder, ja, ne, Swordsman. Opfere dann wahrscheinlich auch gleich den hier, genau, falls er irgendwelche Zauberkarten aktivieren will oder mich killen will oder ne, mit irgendeiner Fallenkarte hätte ich dann den anderen direkt rausholen können. Einfach nur, um seine Monster zu killen. So, die Mauer der Störung hat niemanden gejuckt, weil ich meine Zauberkarte aktiviert habe und der in der Runde nicht von Fallen betroffen werden kann. Von daher ist sein Monster trotzdem gestorben. So. Warum ist er mit dem Teil in den Angriffsmodus gegangen? So, auf jeden Fall hat er jetzt eine Wasserlochfallgrube. Ich sehe das natürlich, ne? Das ist natürlich, ja, relativ chillig. Dann gehe ich nämlich nicht mit irgendwelchen Monstern rein, komisch. So, und damit ich durch den durchkomme, ich kenne natürlich den Intrigenschild, weil ich habe die Karte selbst. Damit ich durch den durchkomme, habe ich den paläziologischen hier Dingens verwendet. Weil somit konnte ich ihn zweimal angreifen, beziehungsweise habe ihn dann gekillt. Ja, die Wasserlochfallgrube ist für Silent Swordsman Decks nicht wirklich was, was sie aufhält, weil du einfach den Silent Swordsman Special summonen kannst. Ne? Und gerade in Kombination mit Pegasus ist es einfach nur mega wertvoll. So, Regen der Gnade. Ah, true, genau. Genau, da war ja was. Mit dieser Karte konnte er sich selbst nämlich die ganze Zeit Lebenspunkte geben. Und mir hätte er auch Lebenspunkte gegeben, aber er hat eine Fallenkarte aktiv gehabt. Jedes Mal, wenn ich meine Lifepoints erhöhe, verliere ich stattdessen Lifepoints. Und damit kann er mir einfach insgesamt 3000 Lebenspunkte abknüpfen, ne? Und sich selbst welche geben. Aber so haben wir natürlich nicht gewettet, ne? Ich habe kein Monster gesetzt, weil ich wusste, dass der Junge 2 Wasserlochfallgruben hat. Von daher habe ich einfach mal gewartet. Weil ich keinen Slot verschwenden wollte. So, da kommt eine wichtige Karte. Ne? Spiegelkraft, die potenziell relativ gut ist, wobei sein Deck ja anders aufgebaut ist. So, und jetzt hat er nichts mehr und stirbt. Ja, also Pegasus' Fähigkeit ist meiner Meinung nach einer der besten im Spiel. Die hat mir schon so oft Siege gebracht, weil ich die Gegner einfach greedet. Also, ne, du siehst halt die fucking Karten. So, und das letzte Duell hier mit dem Aroma-Deck zeige ich euch. Und das war vor ein paar Stunden. Es ist mittlerweile 0.10 Uhr. Das war um 21.43 Uhr. Das war mein erstes und einziges Match in Platin mit dem Aroma-Deck. Und das war auch relativ cool und spannend. Und ja, da hat man gesehen, wie stark das Aroma... Also was heißt spannend? Es war nicht spannend, aber es war
Da hat man einfach gesehen, wie stark dieses Deck sein kann, wenn man es richtig spielt und wenn man eine gute Hand hat. Na, ich habe gegen einen Yugi gekämpft, der hatte, ich weiß nicht mehr, was er für ein Deck hatte. Hatte er ein Magician-Deck oder was hatte er noch? Ich weiß es nicht mehr genau. Das Duell ging relativ schnell. So, wir aktivieren das Friedhofsgewächs und haben instant so ein Ding auf dem Friedhof. Na, den finsterer Schlängler. Hauen eine Rosenfreundin raus und eine Backrow, falls er irgendwie das Teil zerstören kann und direkt angreifen, haben wir immer noch was, was ihm im Weg steht. Ne? So, er hat es mir relativ simpel gemacht. Er hat direkt meine Rosenfreundin zerstört, was mega chillig ist. Hätte er sie nicht zerstört, hätte ich sie opfern können. Hätte er sie zerstört, was er hat, hätte ich aus dem Friedhof den Effekt aktivieren können. Also Bergamot wäre so oder so aufs Feld gekommen, meine Freunde. So, jetzt auf jeden Fall hole ich meine Bergamot raus. Und dann direkt noch die Jasmin. Aktiviere den Aromagarten, womit ich eine Karte ziehen konnte. Und einen super krassen Angriffsboost bekommen habe. So, dann kam die Rosenfreundin ins Match. Und dann habe ich angegriffen. So. Und er hat natürlich eine Backrow, die mich aber scheinbar nicht interessiert hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum mich das nicht gejuckt hat. Und mit den drei Karten habe ich ihn First bzw. Second Turn einfach weggeknallt. Und ich kann euch ehrlich gesagt nicht erklären, warum mich diese Rüstungskarte, warum mich diese Fallenkarte nicht gekillt hat. Weil die annulliert einen Angriff und zerstört mein Monster. Allerdings hat es das nicht. Und ich weiß nicht warum. Es muss irgendein Effekt sein. Ich weiß nicht, ob er vom Bergamot ist. Das können wir eigentlich gleich mal nachgucken. Und mal zusammen rausfinden. Solange du mehr LP hast als dein Gegner, falls ein Monster von Typ Pflanze, das du kontrollierst, ein Monster in Verteidigungsposition, durchschlagenden Kampfschaden. Okay. Einmal pro Spielzug, falls du LP erhältst, erhält diese Karte bis zum Ende des Spielzugs deines Gegners 1000 Artika und Death. Also hier haben wir nichts von wegen an keine Fallenkarten aktivieren. Dann haben wir hier den Aromagarten. Du kannst 500 LP, zusätzlich erhalten alle Monster, die du kontrollierst, bis zum Ende des nächsten Spielzugs 500 ATK. Selbst falls die Karte das Spielfeld verlässt. Falls es Aromamonster, ja genau, falls es stirbt, bekommst du 1000 LP. Also das ist auch nicht der Grund, warum keine Fallenkarte aktiviert werden konnte. So, du kannst diese Karte vom Friedhof verbannen, beschwöre einen Monster vom Typ Pflanze als Spezialbeschwörung. Falls du dies tust, kannst du... Oh, shit, okay. Und falls du dies tust, bleibt es in diesem Spielzug von den Falleneffekten deines Gegners unberührt. Du kannst diesen Effekt von Rosenfreundin nur einmal pro Spielzug verwenden. Das bedeutet, aufgrund von Rosenfreundin konnte Aromagister Bergamot nicht zerstört werden durch die Fallenkarte. Das ist mega awesome. Das ist eine richtig krasse Fähigkeit. Deswegen war es auch besser, dass er mein Monster zerstört hätte oder hat. Denn hätte ich sie quasi normal gesammelt oder ne, Tribut beschworen, hätte es den Effekt nicht bekommen. Und das wäre nicht so passiert. Ja, von daher krass. Okay, diese Info wusste ich noch gar nicht, dass Fallenkarten in der Runde, wo ich Specials sammle, keine Wirkung haben. Das heißt, ertränkende Spiegelkraft, Kanadier, Mauer der Störung, alles scheißegal. Du kannst einfach durchziehen mit der Bergamot, die 3900 ATK hat und durchschlagenden Schaden macht. Einfach nur mega krass. Ich habe, by the way, die Rosmarin auf dem Feld gehabt. Die gibt nämlich allen Pflanzen 500 ATK und 500 Def. Das heißt, Bergamot käme sogar auf 4400 Angriff. Ja. Absolut crazy, meine Freunde. Und das mit durchschlagendem Schaden und potenziell keine Fallenkarten oder so. Das ist crazy. Alright, aber das war's auch schon wieder mit dem heutigen Part. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn ihr mehr solche Duelle sehen wollt, dann speichere ich sie gerne in Zukunft auch ab für euch und zeige euch weiterhin gerne spannende Battles. Wir erhalten zwei UR-Karten, was das wohl sein mag. Ha! Einmal die Robe des Magiers, einmal Gaia, zorniger, stürmender Ritter. Ja, die bekommt ihr gerade nachgeschmissen ohne Ende, meine Freunde. Ich wünsche euch viel Spaß mit den aktuellen Events und wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein und tschüss.